Also meine Hauptbereiche sind alles, was mit der Psychosomatik zu tun hat, mit dem Bewegungsapparat, Gelenken und mit dem Stoffwechsel. Das ist das, was ich am meisten mache. Ich kenne mich auch in anderen Bereichen aus, aber das ist so der Bereich, wo die meisten Leute dann auch dafür zu mir kommen. Ich bin auch mit bei einem Krankenhaus mit am Arbeiten, oben im Sauerland, in der sogenannten multimodalen Schmerztherapie. Das sind die Leute, die 20, 30 Jahre therapieresistent waren und die dann von ihrem Arzt den Stempel bekommen, und zwar nicht nur von einem, sondern von sämtlichen Fraktionen, nicht therapierbar, nicht mehr therapierbar, nicht mehr therapierbar. Und die dürfen dann von der Krankenkasse in so ein Ding rein und kriegen es auch bezahlt. Und dann dürfen auch nicht Ärzte an diesen hoffnungslosen Fällen mit therapieren. Ja. So, das heutige Thema ist Krankheit und Psyche, oder wie die halt die Psyche oder Psychosomatik überhaupt entsteht, wie das Ganze dann zu verschiedenen Arten von Symptomatiken führt. Und natürlich auch ein Beispiel, wie man das Ganze wieder wegbekommen kann. Und zwar in der Art und Weise. Es gibt wie immer sehr viele Wege nach Rom, auch um das dann nachher wegzubekommen. Es gibt sehr viele Therapien, die auch da wirklich auch in Ordnung sind. Aber man sollte wissen, was man da eigentlich tut, um zu schauen, ob man in der richtigen Ecke arbeitet. So, so als grober Überblick. Wir haben oben eine Stressbelastung im Kopf mal so gezeigt. Die geht irgendwo runter durch den Körper und mal hier einfach gezeigt, löst halt auf der linken Seite einfach einen Schmerz aus. So im ganz Groben könnte ich das als Schemata für eine psychosomatische Reizung mal merken. Wenn zwischendurch Fragen sind, fragen Sie. Die Zusammenhänge von krankmachenden Faktoren sind halt sehr, sehr, sehr viele, verschieden. Man könnte die Liste extrem viel weiterführen. Es gibt verschiedene Bereiche, die sowieso immer in einen krankmachenden Faktor hineingehen. Das heißt, ich bin ja nicht nur ein mentales Wesen, ich habe auch einen Körper. Das heißt, ich habe auch physiologische Probleme, die zu mentalen führen können. Ich habe auch Umwelteinflüsse, ich kann Reizungen von außen bekommen, die genauso letztendlich auch von der Psyche wirken. Also ich kann hormonelle Störungen haben, ich kann Strahlungseinflüsse haben. Und letztendlich, was rauskommt, ist immer das Gleiche. Die Symptomatik, die dann gezeigt wird, ist identisch. Es können Ängste, es können Süchte sein, es können viele Überreaktionen vom Immunsystem sein. Die können jedes Mal sehr unterschiedliche Gründe haben. Heute haben wir nur das Thema Psychosomatik, das heißt, was von der Psyche ausgelöst wird. Die anderen Ursachen, was vom Stoffwechsel, von außen oder von Krankheiten oder von was auch immer sonst noch kommt, ist jetzt hier nicht angesprochen oder nur am Rande kurz angeschnitten. Hier geht es wirklich nur um die Zusammenhänge, wie entsteht über die Psyche eine körperliche Reizung oder Fehlfunktion, Überreaktion, ob die jetzt körperlich oder mental ist, mit Ängsten, ist egal, da kommen wir noch dazu. Krankmachende Faktoren sind natürlich alles, was sie schwächt. Jetzt Drogen, Krankheiten, Erdstrahlen, Stress. Da sehen Sie schon, es sind ganz unterschiedliche Bereiche. Nervengifte, natürlich, da denke ich auch immer gleich an unser Essen, aber das ist jetzt nicht der Vortrag über das Essen. Und alles zusammen macht insgesamt eine Belastung. Das heißt, wenn hier eine Belastungsgrenze ist, ab der Sie eine Symptomatik entwickeln, haben die verschiedenen Faktoren, die addieren sich zu einer Gesamtbelastung. Und wenn ein Faktor davon ziemlich groß ist, dann tut eine Therapie, die auf diesen Faktor geht, auch einen relativ großen Belastungsbereich wegmachen. Treffen Sie mit der Therapie aber nur einen Bereich, der nur ein minimales bisschen davon ausmacht, haben Sie keine große Veränderung. Deshalb gibt es halt auch so viele verschiedene Varianten von Therapien auf die gleiche Symptomatik, weil es halt sehr unterschiedliche Ursachen sind, die zu genau der gleichen Symptomatik führen. Das heißt nicht, dass die einzelnen Therapien schlecht sind oder nicht funktionieren, sondern sie funktionieren bei der Person nicht, weil sie dann dort eben nicht die Ursache getroffen haben. Also nicht gleich beurteilen oder verurteilen, wenn sie irgendwas hören, was toll sein soll und bei ihnen nicht funktioniert, dann war es bei ihnen nicht die Ursache. Also allein für Kopfschmerz fallen mir ad hoc mindestens 10 extrem unterschiedliche Varianten ein,
von Ursachen, die in völlig verschiedenen Bereichen sind, die aber allesamt einfach nur Kopfschmerz auslösen. Sie haben immer die Symptomatik Kopfschmerz, aber wenn Sie dann eine Therapie machen, kommen Sie ganz hoch. Haben Sie 1 zu 10 die Chance, dass es klappt. So, was sind Gedanken und Emotionen? Elektrische Ströme, Impulse. Sie können sich das wirklich so vorstellen wie eine Stromleitung und ein Impuls oder ein elektrischer Impuls, der durch eine Stromleitung hindurchläuft. Das kann man so vergleichen mit einem Nervenimpuls, der durch einen Nerven läuft in Ihrem Gehirn. Es ist wirklich nicht weit hergerückt. Man kann diese Impulse auch messen. Es gibt in 4 oder 5 großen Epilepsie-Forschungszentren auf der Erde gibt es Geräte, die stellen Ihnen jeden Gedanken oder jeden aktiven Gedanken, der dort sich physikalisch manifestiert, dar. Das sind Geräte, die können wirklich extrem feine elektromagnetische Felder messen. Da sehen Sie aus wie mit so einer Haube. Das heißt, Sie kriegen dann sowas wie früher beim Friseur so eine Haube auf. Ja? Und die können Ihnen wirklich die kleinsten Nervenströme messen und das nachher per Computeranimation darstellen. Und das wird dort so genau gemacht, wenn man dann den Epilepsie auslösenden Hirnbereich nachher dort auf dem Millimeter genau lokalisieren möchte, um ihn zu operieren. Ja, um ihn rauszuschneiden, ganz deutlich dazu gesagt. Deshalb macht man diese genauen Messungen. Für die Hirnforschung sind da ein paar sehr interessante Nebenprodukte abgefallen von Erkenntnissen, die jetzt nichts mit der Epilepsie direkt zu tun haben, aber mit der Funktionsweise des Gehirns. Weil man dann ganz genau sagen kann, welcher Nerv wohin läuft und was er dann auslöst und wohin das Ganze führt. Das heißt, auf einer schönen medizinischen, gut erklärbaren Basis kann ich Ihnen hier dann nachweislich, was die Schulmedizin schon seit mindestens 30 Jahren weiß, hier mal erklären, was in Ihrem Kopf bei einer psychosomatischen Reizung wirklich passiert, weil das nämlich nachweisbar und messbar ist. Also ist jetzt nicht mein Gedankensprung oder meine Fantasie, das ist alles schon seit 30 Jahren fester Bestandteil der Hirnforschung. Ja. Man muss sich nur halt informieren. So, was ist medizinisch gesehen das Bewusstsein und das Unterbewusstsein? Das Bewusstsein ist der Teil, mit dem Sie am aktivsten sind, wenn Sie denken zu denken. Ja. Also dieser Bereich hier wird von der Schulmedizin als der aktivste Bereich bezeichnet, wenn Sie bewusste Denkfunktionen haben. Der vordere Stirnlappen, auch Cortex genannt, ist dieser Bereich. Dort ist eine hohe Aktivität und deshalb sagt man in der Schulmedizin, wenn Sie bewusst sind, und dann muss ja irgendwas passieren, dann werden wir das einfach mal als Bewusstsein definieren. So, Rückschluss dann davon, alles was Bewusstsein ist, kann dann nicht Unterbewusstsein sein. Das heißt, der Rest ist Unterbewusstsein. So, also nur der vordere Stirnlappen ist dann Bewusstsein. Der ganze Rest nach hinten, nebst den Nerven nach unten gehen, kann man dann als Unterbewusstsein deklarieren. Das ist eine sehr grobe Zweiteilung, aber wird so gemacht. Jetzt kann man natürlich das Unterbewusstsein noch in limbisches System und Kleinhirn und so weiter alles mit einteilen. Das sind dann Bereiche, die verschiedene Funktionen haben. Zum Beispiel im limbischen System, das ist ungefähr faustgroß in der Mitte etwas unten im Gehirn, da sind sämtliche Emotionszentren angesiedelt. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie eine Emotion haben, wird dort ein physikalisches Zentrum aktiv, das dann eine Reaktion in Ihrem Körper umsetzt. Deshalb nennt man das Emotionszentren. Ich sage das immer so, weil es ja nicht wirklich bewiesen ist, ob das wirklich da die Emotion ist, die dort generiert wird. Aber man kann dort eine Reaktion feststellen, wenn Sie eine Emotion haben. Eine Reaktion dort feststellen, wenn Sie eine Emotion haben. So stimmt's. So. Das heißt, wir haben das Bewusstsein, vordere Stirnlappen, Cortex. Wir haben das Unterbewusstsein, der ganze Rest vom Gehirn. Wir haben verschiedene Hirnzentren, die autonom arbeiten. Das heißt, ohne Ihr bewusstes Zutun. Als Hintergrundinformation ist nicht schlecht zu wissen, dass wenn Ihr Kopf arbeitet, er 16 Millionen verschiedene Informationen pro Sekunde verarbeiten kann. Pro Sekunde. 16 Millionen. Ich laufe hier, da werden 300 verschiedene Muskeln pro Sekunde aufeinander abgestimmt. Über meinen Gleichgewichtsnerv, meinen Sehnerv und ein paar Rezeptoren. 300 verschiedene Muskeln. Jetzt kommt es noch dazu, ich spreche auch noch. Mein Gott. Das Sprechen braucht noch 2400 verschiedene weitere Informationen pro Sekunde, nur damit hier vorne was rauskommt, was Sie verstehen. Ich
verbrauche hier also 2800 Funktionen bei der Tätigkeit, die ich hier tue. Nur, damit Sie was verstehen können. Und um nicht hinzufallen zur gleichen Zeit. Das wird übrigens koordiniert von Ihrem von Kleinhirn. Weil wenn Sie zwei oder drei oder vier verschiedene Sachen auf einmal machen, muss das Kleinhirn diese Dinge koordinieren. Dafür ist das Kleinhirn da. Okay. Gut, wann können Emotionen Gedanken krank machen? Wann können Emotionen und Gedanken krank machen? Haben Sie dafür eine Idee? Wann kann das sein? Wenn man zu viel Ärger hat und Wut. Das zu viel war schon ein guter Hinweis. Ärger und Wut, klar. Wenn man zu viel permanent dauerhaft hat. Ja. Also es geht nicht darum, dass man nicht einmal oder ab und zu mal sich aufregt oder mal Emotionen haben darf. Die sind sogar gut, die zeigen einem sogar manchmal, ob was richtig ist oder nicht. Man sollte Emotionen auch zulassen. Das heißt nicht, dass man sie leben muss. Ja, das heißt, wenn man sie zulässt, heißt es, man spürt sie, sie sind in einem auch wirklich aktiv. Man darf auch reagieren, aber man soll nicht zum Berserker werden oder zum Egomanen. Das ist ja nicht gemeint, aber sie sollen durchaus gelebt werden, weil alles, was nicht gelebt wird, muss woanders hin. Da kommen wir noch genau drauf und das macht nämlich dann das Problem mit der Psychosomatik. Was Sie gut verdrängen oder was in den Verdrängungsprozess mit hineingeht an der Energie, die Sie verdrängen, die bleibt da. Was verdrängt ist, die Wut, die Sie mal verdrängt haben, bleibt in ihrer kompletten Heftigkeit im Gehirn, tut sich nur woanders entladen und führt dann so, sozusagen zu diesen psychosomatischen Reizungen. Aber da kommen wir noch ganz genau zu. Nächster Punkt ist dann, zu dem wir noch ganz genau kommen, wie können sich Emotionen, Gedanken auf Organe krankmachend auswirken? Das nehme ich jetzt nicht vorweg, das ist nur eine kleine Zusammenfassung jetzt auf dieser Seite, was Sie noch gerade gleich tun. Da gehen wir jetzt nicht genau drauf ein, auf diesen Bereich hier. Das sind nämlich die Geräte, mit denen das gemacht werden kann. Nur einfach, dass es möglich ist, das müsste eigentlich reichen hier. Und welche Emotionen belasten welche Organe? Das ist natürlich auch immer sehr interessant. Obwohl ich da gleich die Einschränkung machen muss, es ist nicht wirklich bei jedem gleich. Man kann nur so Pi mal Daumen Hinweise geben, was sein kann, aber letztendlich muss man es bei jedem selber austesten, welche Emotionen bei dem einen oder dem anderen was macht. Ich habe schon mitbekommen, dass das eine Wort Hirnphasenwechsel, das haben Sie nicht erwähnt. Was kann man sich darunter vorstellen? Okay, der Hirnphasenwechsel ist, dass Sie alle 2 bis 3 Minuten schon mal Ihre Hirnphase wechseln, dann noch, also dass Sie mal mehr in der linken und mal in der rechten Hirnhälfte sind, von mehr gesehen. Sie sind auf der einen und auf der anderen Seite mal mehr emotional und auf der anderen mehr rational. Auf der rechten Seite haben Sie mehr den rationalen Bereich. Auf der rechten Seite mehr den emotionalen Bereich und auf der linken Seite der Hirnhälfte haben Sie mehr den rationalen Bereich. Ich merke mir das immer so, dass die linke Seite steuert, also die linke Hirnhälfte steuert die rechte Seite und die rechte Hirnhälfte steuert die linke Seite. Und die meisten Rechtshänder sind mehr rational. Deshalb kriegt er immer über die Kurve. Du weißt, rechts, hier, zack, also linke Seite ist rational. Ja? So kriege ich meine Kurve an. Um zu merken, welche Seite jetzt was macht. Ja. Und je nachdem, in welcher Situation Sie gerade sind, ist das Zünglein an der Waage dann, ob Sie in dem Augenblick mehr emotional eingestellt sind oder mehr rational. In der gleichen Situation, 5 Minuten später, hätten Sie anders reagiert als dieselbe Situation jetzt, weil Sie dann entweder mehr gerade emotional gelagert sind. Warum macht er das jetzt? Oder ansonsten, ist doch egal. Alle 2 bis 3 Stunden ist dann auch noch eine andere Verschiebung da, die noch mehr ins Rationale oder Emotionale geht, aber zwischenzeitlich ist trotzdem auch immer alle 2 bis 3 Minuten eine leichte Verschiebung da. Das ist dann Hirnphasenwechsel und natürlich belastende Emotionen, die halt dann sowieso irgendwo eine Grundstimmung geben und dann können zusätzliche Sachen oder alte Sachen dann halt noch ein bisschen heftiger folgen. Kommen wir aber noch genau hin, das ist jetzt nur vor. So, ich wollte nur noch mal klar darstellen mit dem Bild, dass ihr nicht hier rauskommt und sagen, der Mann hat gesagt, das kommt alles von der Psyche. Jetzt weiß ich, ich habe keine anderen Möglichkeiten, alles psychosomatisch. Nein. Es sind verschiedene Komponenten und wir haben hier das hier, die spirituelle und emotionale Gesundheit, das ist jetzt die Psychosomatik. Wir haben hier eine körperliche, wir haben Umweltfaktoren, wir haben das eigene Alter, das sind alles Faktoren, die ganz deutlich mit verschiedenen Bereichen dann Belastungen auslösen oder überhaupt eine Belastungsgrenze liefern oder wie lange sie aushalten oder halt ein Zünglein an der Waage mit irgendwo auslösen. Und wenn es das eine mal sehr groß ist und das andere sehr kleines,
muss man halt an der Person selber feststellen, wo hat die Person für sich selber die größten Belastungen, entweder in dem, was wir heute machen, oder von den Zellen, die nicht mehr ganz gut versorgt sind, oder von den Umweltfaktoren, die sie von außen mehr belasten, oder von irgendwelchen anderen Einflüssen, die sie körperlich halt stark belasten. Muss man halt dann einfach mal schauen. So. Ja, das ist das Gleiche nochmal. Limbisches System. Nur nochmal ein bisschen erklärt. Weil meistens nehme ich die Folien sowieso nur, um Ihnen was zu zeigen, und den Vortrag sowieso ohne, ja. Das limbische System ist recht interessant, finde ich jetzt nur rein oberflächlich mal hier recht interessant, weil dort, wie gesagt, die Zentren sind, die bei jeder Emotion erstmal aktiv sind. Also jedes Mal, wenn Sie eine haben, auch wenn Sie sie nicht spüren. Weil nämlich mit diesen schönen Geräten aus der Epilepsieforschung Sie dann nämlich zeigen können, dass Sie zurzeit gerade Wut recht heftig empfinden, Sie aber nicht die geringste Wahrnehmung von Wut haben. Überhaupt nichts da. Wie kann das passieren? Das Gerät zeigt eindeutig, hier ist ein Zentrum in dem Wutbereich. Okay. Hier ein Bereich, der jetzt sehr aktiv ist, aber Sie haben nichts nach vorne bekommen, nichts ins Bewusstsein bekommen, gar nichts. Das nennt man dann eine Verdrängung. Wie passiert eine Verdrängung? Jeder kennt es bestimmt, dass er schon mal in einer Situation war, wo er das erste Mal reingekommen ist. Das allererste Mal. Fühlt sich überfordert, weiß noch nicht, wie er reagieren muss. Und dann Minuten, Stunden, Tage später fällt ihm ein, aha, und das nächste Mal. Da kriegt er was zu lernen. Da mache ich dies, da mache ich jenes. Kann sich komischerweise jeder daran erinnern, dass solche Situationen mal da waren. Wenn ich jetzt frage, wie oft haben Sie die Teil auch wirklich umgesetzt? Nicht so häufig. So zu 98% ist das zwar eine schöne Sache, sich das vorzustellen, aber Sie werden es nicht umsetzen. Weil dann wieder Ängste und Schuldgefühle kommen, die Ihnen sagen, wenn ich wäre, wird es noch schlimmer. Macht man nicht als Tochter, nicht als Mutter, nicht als Ehemann, nicht als Sohn. Warum auch immer Sie das dann nicht tun, Sie haben einen Grund. Ein Schuldgefühl oder eine Angst, die Ihnen nach dieser Präsentation, dieser schönen Möglichkeit, die Sie da hätten, dann die Lust drauf verwehrt. So, diese Ängste oder Schuldgefühle sind aber wiederum einfach nur Resultate von Erfahrungen. Das heißt, aus jeder Erfahrung bilden Sie Programme. Das ist die älteste Variante des Menschen zu lernen. Das ist nichts Negatives. Tun Sie mal die Vorstellung aus Ihrem Kopf verbannen, dass Psychosomatik irgendwas Negatives damit zu tun hätte. Das ist die älteste Hilfsfunktion und Lernfunktion, die Sie in Ihrem Körper haben. Und die, auf die Sie sich jeden Tag ständig verlassen. Sie tun nämlich maximal 2% am Tag bewusst entscheiden. Maximal. Und der ganze Rest von allen Handlungen, die Sie haben, ist eine völlig unbewusste Handlung, die über die Programmierung der Jahre ganz einfach vonstatten läuft. Und viel mehr, als Sie denken. Ja, wenn Sie mal glauben, Sie sind so frei in der Handlung, das sind Sie gar nicht. Ja? Sie kriegen ja nicht mal einen Bruchteil von dem mit, was Sie wirklich tun. Allein schon, was ich vorhin gesagt habe mit dem Reden. Sie tun davon nichts bewusst. Nicht gar nichts. Können Sie 2500 verschiedene Funktionen pro Sekunde bewusst steuern? Ich nicht. Alles, was Sie wollen, ist, Sie haben die Intention. Sie haben den leichten Willen, dass das passiert. Und das zuständige, hirnverarbeitende Zentrum macht dann seine Aufgabe. Sie geben als vom Bewusstsein her, vom Verständnis, Sie sind der Chef einer riesigen Firma. Bill Gates von Microsoft meinetwegen, ja? Riesige Firma, weltweit. Sie haben übrigens 70 Millionen Zellen, ja, die Ihnen folgen müssen. Circa. Und der Chef da oben, der sagt einfach, was passieren soll. Der muss aber nicht buchen, der muss nicht forschen, der muss nicht verkaufen. Der sagt einfach, buchen, forschen, verkaufen. Das ist alles, was er tut. Genauso wie Sie einfach nur reden wollen. Das ist dann gelernt und wird von den Bereichen einfach umgesetzt und in die Tat, in die Realität umgesetzt. Mehr nicht. Wenn Sie einen Apoplex haben, einen Hirnschlag, der dann durch eine Blutung im Gehirn bestimmte Hirnzentren kaputt macht, dann können Sie, meinetwegen ist das jetzt das Sprachzentrum, so, dann wissen Sie noch ganz genau, wie das ist zu sprechen, aber da kommt nichts mehr raus. Da oben ist alles normal. Jetzt verzweifeln Sie langsam, weil das, was Sie vorher gemacht haben, nämlich nur den Befehl abzusenden, und dann funktioniert das alles, ist plötzlich nicht da. Und dann verstehen Sie die Worte, die ich gerade gesagt habe, Sie haben nur einen Befehl geschickt.
Aber die Abteilung, die das Ganze umgesetzt hat, die hat leider eine Briefbombe bekommen. Da müssen jetzt neue Leute eingestellt werden, ja. Das geht übrigens alles wieder. Man, es ist auch mindestens 10 Jahre in der Hirnforschung schon bekannt, dass wenn Hirnbereiche ausreichend stimuliert werden, komplett neue Hirnstrukturen wachsen. Das heißt, nicht nur neue Verknüpfungen, sondern neue Stammnervenzellen einwandern und ein komplettes neues Gefüge bilden. Ist zu viel noch nicht durchgedrungen, aber das ist mindestens schon 10 Jahre fest bewiesen, dass wenn man ausreichend stimuliert, dass das passiert. Das Hirn ist zu dieser Regeneration durchaus fähig. Man darf nur nicht als Erwachsener den Frust bekommen und dann nicht mehr üben, weil als Kind dürfen sie ja, das ist alles okay, lacht jeder. Machen Sie es mal als Erwachsener. Entschuldigung, ist das dann altersabhängig auch? Nein. Nur der Frust ist altersabhängig. Das heißt, dann aufzugeben, nicht mehr zu wollen, so viel negative Resonanz von der Umgebung zu bekommen, das ist altersabhängig. Da gibt man früher auf. Aber die Kinder lernen auch erst richtig reden nach 2, 2,5 Jahren, manche erst nach 3. Je nachdem, wie viel Interesse sie damit haben und wie spielerisch sie damit umgehen. Dass die Regeneration oder der Aufbau etwas langsamer ist, je älter sie werden, in Ordnung. Aber dass es altersabhängig ist, ob es überhaupt funktioniert, nein. Weil sie regenerieren auch im Alter. Langsamer, aber sie tun es. Also Wunden heilen genauso. Und das ist letztendlich das Gleiche, es muss nur stimuliert werden, über einen etwas längeren Zeitraum als ein Kind, wenn sie halt dann schon 70 sind, circa das Doppelte. Also wenn das 2,5 Jahre braucht, brauchen sie 5, um die Hirnbereiche wieder so zu stimulieren, dass wirklich neue Nerven wachsen dort. Aber sie dürfen halt nicht aufgeben, ja. Dann stellen Sie sich vor, wenn Sie als Erwachsener dann so wie ein Kind rummachen mit den Lauten, das machen Sie am besten, wenn Sie alleine sind, weil die Akzeptanz der Umgebung ist nicht wirklich da. Vielleicht, wenn Sie genau wissen, um was es geht, aber ansonsten werden Sie genügend, weil das nicht umgesetzt wird. So, limbisches System, wie gesagt, ist eigentlich dieser Bereich hier mit dem Roten innen drin. Das nennt sich das limbische System. Hier kann man dann mit diesen Geräten immer sehen, wenn was aktiv ist. Und normalerweise, wenn ich das mache, ist vom Gehirn. Hier vorne gefordert Stirnlappen, die Cortex. Dahinter ist das Unterbewusstsein, Bewusstsein, limbisches System. Jetzt haben Sie hier zum Beispiel die Wut. Die muss jetzt über Nerven an die Hirnrinde nach oben weitergeleitet werden. Dann läuft sie auf der Hirnrinde nach vorne zum vorderen Stirnlappen. Dann nehmen Sie Wut bewusst wahr. Kommt die hier nicht an, wissen Sie gar nicht, dass Sie Wut haben. Das heißt, wenn Sie was verdrängen, wenn Sie nicht mehr leiden wollen, weil Sie die Situation nicht ändern wollen oder können, warum auch immer, dann nehmen Sie von der Situation einen emotionalen Abstand. Wer will schon leiden? Also ich nicht, die meisten hier im Raum denke ich auch nicht. Das heißt, wenn Sie eine Situation nicht ändern können oder wollen, dann versuchen Sie nicht mehr zu leiden, es nicht mehr an Ihr Herz rankommen zu lassen. Ja, und je nachdem, wie viel Abstand Sie nehmen und wie wenig Sie noch bereit sind, überhaupt das zu sehen oder zu leiden, kann es bis zur kompletten Verdrängung gehen. Und auch sogar noch ein Stück weiter, dass sogar die Situation anders gesehen wird. Sie kennen bestimmt auch viele Leute, wo alle Freunde von denen sagen, das ist nicht gut, was du da tust. Und die Person selber steckt drin und sagt, wieso? Weil sie sieht ihre Welt anders, weil sie sich das umgeschrieben hat. Für sie ist das in Ordnung. Weil sie so am besten überleben kann. Das heißt nicht, dass sie das bewusst gerne getan hat, sondern es war so eine Überlebenssache. Sie wollte nicht ständig leiden und hat sich das dann so zurechtgedreht vom Unterbewusstsein, weil sie das so sehen wollte, dass sie damit gut klarkommen wollte. Und dann sieht sie es irgendwann auch so. Das wird wirklich dann also richtig so wie eine Brille aufgesetzt und dann sehen sie Dinge völlig anders. Ja, zum Beispiel aus der Praxis, ja, der Mann schlägt die Frau. Ja, er liebt mich doch, sonst würde er mich nicht schlagen. Okay. Sehe ich etwas anders, ja, aber wenn er mich nicht lieben würde, würde es ihn nicht ärgern. Man kann sich solche Sachen zurechtlegen. Aber es ist doch für mich ein bisschen von der Realität weggekommen. Und wenn man dann was verarbeitet hat, merkt man schon, dass das dann nicht wirklich richtige Liebe sein kann. Vielleicht Besitzstreben, ja, aber nicht Liebe. So, nur nochmal zum visuellen Zeigen. Ob jetzt ein Stromimpuls durch ein Kabel hier durchläuft oder durch einen Nerven, es ist letztendlich das Gleiche. Er erzeugt einen elektromagnetischen Impuls. Ja. Das brauchen wir jetzt nicht, das haben wir mehr oder weniger schon erzählt. Das ist nochmal eine kleine Darstellung, wie Sie das sich vorstellen können, wie so eine Computerdarstellung von vor 20 Jahren ungefähr war. So alt sind die Daten,
dass man dann so ein Gehirn dargestellt hat, dass man sagen konnte, wann genau wo welcher Hirnbereich zu dem Epilepsieanfall getriggert wurde. Und in dem Fall war das der erste Reagierende, war der Grüne. Ja, und nach dem Grünen kam der Blaue, nach dem Blauen kam der Rote und dann letztendlich, sobald der Gelbe mit angeregt wurde, kam es zum epileptischen Anfall. So, was dann gemacht wird mit diesen Geräten, ist, dass geschaut wird, wo ist der ursprüngliche Herd und dann wird der hier operiert. Dafür waren die Geräte da. Ja. Und das natürlich nicht nur flächenmäßig, sondern es wird wirklich dreidimensional genau geschaut, wo es ist. Ist natürlich für mich nicht wirklich die Lösung, aber okay, sie haben nicht großflächig Pi mal Daumen geschnitten, sie haben links und probiert zu gucken, wo sie reinschneiden. Ja. Patient vom Gehirn, Bewusstsein, Unterbewusstsein, limbisches System, Emotionszentrum. Wenn ich in eine Situation reinkomme und ich bin überfordert, ich ärgere mich, kriege ich irgendwann die Lösung, lehne ab oder ich nehme an, nur als Wiederholung. Wenn ich annehme, dann geht von dem Ärger, der in der Emotion war, der Ärgeranteil raus und macht Platz einem gewissen positiven Gefühl und das nächste Mal. Da kriegt er was zu hören. Der Ärger ist verraucht. Man weiß, was man tun möchte. Man ist in gewisser Weise froh und zufrieden, dass man es weiß und umsetzen möchte. Zweite Variante. Ärger. Situation kommt. Oh, gefällt mir. Aber wenn ich mich wehre, wird es noch schlimmer. Bleib mal bei der Variante. So, nee, will ich nicht umsetzen. Lasse ich alles so, wie es ist. Dann nehme ich diesen emotionalen Abstand. Was physikalisch dann wirklich im Gehirn passiert, was Sie messen können, ist, dass wenn hier dieses Emotionszentrum ist, mit Wut, dass das jetzt aufhört, seinen Strom an die Hirnrinde zu schicken und damit nach vorne zum Bewusstsein, dass Sie es wahrnehmen können, sondern dann kann man sehen, dass hier ein elektrostatisches Feld entsteht. Kein elektromagnetisches, ein elektrostatisches. Das baut seine Spannung auf, weil es nicht abfließen kann und tut sich ganz normal physiologisch per Spannungsüberschlag, sobald die Spannung groß genug ist, in den nächstliegenden Nervenleiter entladen. Mehr tut es nicht. Das heißt, die Spannung baut sich auf, der Ärger ist noch da, ich kriege ihn zwar nicht mit, weil ich emotionalen Abstand genommen habe und damit mich, sagen wir es mal, aus dem Bereich rausgezogen habe. Das heißt aber, dass das Unterbewusstsein diese Verbindung nicht mehr ableiten darf. Der Ärger ist da und er muss wohin. Der geht nicht ins Nirvana. Es ist physikalisch produzierter Nervenstrom, der dort im Gehirn entsteht. So, und ganz einfach, der muss wohin. Und wenn Sie diese Kugeln kennen, die Sie ihre Blitze schlagen da, ja, mit dieser Hochspannung, das in ganz klein, passiert dann da in dem verdrängten Bereich, die Spannung baut sich auf, trifft irgendein anderes Nervensystem und das Erfolgsorgan, das dranhängt, das tut einfach das, wofür es da ist. Das fragt nicht nach, wie bei Otto, Großhirn am Faustballen. Soll ich das wirklich Großhirn? Ja, Faust, ja. Falls Sie das mal gehört haben, ja, das ist von Otto eine ganz alte Sache. Das Erfolgsorgan fragt nicht. Was dranhängt, wird gereizt. Und auch wenn das jetzt eine hormonproduzierende Drüse ist, dann geht Ihr Hormonsystem durcheinander. Das heißt, es wird aktiviert, etwas zu tun. Oder wenn es ein Muskel ist, dann tut er das, wofür diese Aktivität kommt. Er zieht sich entweder zusammen oder wenn es ein anderes Signal ist, lässt er locker. Wenn es einfach nur in irgendwelches Gewebe kommt und dort einfach immer wieder ständig eine Reizung abbringt, dann nennt man das nach einer Weile eine Blockade. Das heißt, das ganze Gewebe wird überreizt und tut einfach nur immer mehr verkrampfen, bis letztendlich eine Entzündung entsteht. Das heißt, wenn eine Zelle irgendwie auch nervlich überreizt wird, dann stößt sie nach einer Weile Histamine aus. Die Histamine rufen die körpereigene Abwehr auf den Plan, weil die nämlich der Immunabwehr signalisieren, hallo, wir brauchen Hilfe, hier ist ein Angreifer. Das passiert genauso bei Strahlung, bei Viren, bei Bakterien, bei Pilzen oder mechanischen Reizungen, genauso wie bei nervlichen Reizungen. Die Ursache der Reizung für die Zelle ist der Zelle völlig egal. Sie merkt nur, hier ist eine Reizung, also stoße ich Histamine aus. Wenn das lang genug passiert, über einen Zeitraum 4 bis 5 Jahre circa, dann wird das ein Selbstläufer. Das heißt, durch die ständige leichte Reizung lernt irgendwann die Immunabwehr,
dass sie spezifische Antikörper gegen dieses Gewebe, was dort ständig gereizt wird, produziert. Das braucht aber leider so lange, 4 bis 5 Jahre. Sie haben vorher schon Schmerzen. Sie gehen hin und sagen, ich habe Schmerzen, was habe ich? Dann wird geguckt, ob sie Rheuma haben, ob sie schon irgendwelche Antikörper haben. Nein, noch gar nichts. Ja klar, die brauchen 4 bis 5 Jahre. Nach 4 bis 5 Jahren Schmerzen kriegen sie dann die Bestätigung. Ja, sie haben Antikörper für diesen Bereich. Ja, wunderschön, da haben sie 4 bis 5 Jahre Schmerzen gehabt. Weil ohne die Schmerzen, ohne die Entzündung, kommen sie gar nicht erst dazu, dass diese spezifische Immunabwehr für diesen Bereich überhaupt erst gebildet wird. Wenn das jetzt zum Beispiel ein bestimmter Muskelbereich, ein Weichteilorgan ist, was diesen permanenten Stress abbekommt und dann irgendwann eine Immunabwehr darauf spezifisch gerichtet wird, dann haben sie am Anfang die ersten paar Jahre vielleicht nur hier einen Schmerz und nach 4 bis 5 Jahren fängt es dann an, auf der anderen Hand genau das Gleiche und dann fängt es an, dass immer mehr Weichteile dann damit autoimmun reagieren, weil es zu immer mehr Sachen passt. Und das ist dann eine Autoaggression. Wo eigentlich kein anderer Grund da ist, als eine permanente Reizung. In diesem Fall jetzt mal eine permanente Reizung über eine psychosomatische Reizung. So, damit es Dauerreizung ist, muss es aber auch dauerhaft wachgerufen werden. Das heißt, es muss was sein, was permanent in ihrem jetzigen Leben zu einer Reizung führt. Das heißt, die Verdrängung wird ständig eigentlich wachgerufen, aber ständig unterdrückt. Wenn Sie ein Problem mit einer bestimmten Situation haben und die aber nur einmal im Leben vorkommt, das ist wunderbar, das ist verdrängt, wird ja nicht wachgerufen. Weil Ärgern tun sich immer nur wieder dann oder immer mehr ärgern, wenn es irgendwie wachgerufen wird. Beispiele, wenn Sie zum Beispiel einen Autounfall hatten auf der Autobahn, Sie haben versucht, einen Laster zu überholen, der ist ausgeschert, Sie hatten einen wahnsinnigen Unfall, es geht Ihnen super dreckig danach und Sie haben Todesangst gehabt. Das ist eine Sache, die prägt sich ein. Sie können diese Leute gerne mal fragen, wenn die nach dem Unfall dann wieder langsam fahren dürfen, aus dem Krankenhaus rauskommen, aus der Reha rauskommen und dann mit dem Auto einen Laster überholen. Da geht die Pumpe. Ja, also die fühlen dann körperlich richtig stark, wie sie an diese Situation erinnert werden. Die haben die Reaktion nicht, solange kein Laster vor ihnen ist, solange sie den Laster nicht überholen wollen. Erst in dem Augenblick, wo die Situation eine alte Belastung aufruft, sie also richtig ähnlich wird, dann wird es aktiviert. Also es reicht nicht, dass sie eine Verdrängung haben, irgendwas mal verdrängt haben, was keinerlei Bezug mehr zu ihrem jetzigen Leben hat. Es kommt auch nicht wieder. Wird erst nur wachgerufen, wenn die Situation da ist. Jetzt bitte nicht verwechseln. Ein Verhalten, Liebesentzug oder Missachtung oder Alleinlassen, was man vielleicht irgendwann mal gehabt hat, ist natürlich dann in verschiedenen anderen Bereichen, wenn sie älter werden, in ähnlicher Form wieder da. Ob der Laster jetzt grün oder rot ist, aber 10-mal so groß ist oder nur halb so groß ist, das ist egal. Es ist ein Laster, es ist eine Gefahr. Genauso, wenn Sie Sachen verdrängt haben, die mit Verhaltensweisen in der zwischenmenschlichen Beziehung da sind oder mit den Eltern, die werden dann kopiert, ob sie ähnlich sind und dann verglichen. Und wenn das halbwegs passt, oh, da könnte was kommen. Je besser das passt, umso stärker die Erinnerung, die wachgerufen wird. Dass das so schön automatisch geht, vielleicht auch ein anderes Beispiel. Wer hat denn schon mal auf eine heiße Herdplatte gegriffen? Also ich schon. Irgendwann mal, als ich klein war, ja? Es ist ein deutliches Erlebnis, sagen wir einfach mal. Wenn Sie danach nochmal mit einer Hand irgendwo spüren, dass da irgendwo Wärme ausgestrahlt wird, erinnert sich Ihr Körper, bevor Sie sich bewusst daran erinnern, die Hand zuckt schon zurück. Und dann erst kriegen Sie die Meldung irgendwann, warum Sie zurückgezuckt haben. Das Unterbewusstsein nimmt sofort die Kontrolle und bewahrt Sie vor den Schmerzen. Einfach, weil sie wieder in einen heißen Bereich greifen wollten. Es zuckt automatisch zurück. So sehen Sie auch, dass wirklich jedes Mal, egal was Sie spüren, egal was Sie erleben, alles verglichen wird mit dem, was Sie jemals erlebt haben in Ihrem Leben. Und, wenn nötig, sofort, ohne Ihr bewusstes Eingreifen, reagiert und gehandelt wird. Dann sehen Sie vielleicht Ihre bewusste Handlung etwas kleiner, weil sie meistens eh nur das tun, was sie aus der Erfahrung gelernt haben, was für sie persönlich einigermaßen das Beste ist. Das gilt immer nur für sie. Weil jeder Mensch ist ein bisschen anders, die Persönlichkeit ist ein bisschen anders, dem einen tut was weh, was dem anderen überhaupt nicht weh tut. Und man versucht aus 2 Grundgesetzen durchs Leben sich zu wursteln. Das erste ist, erfahre so wenig wie möglich Schmerzen,
Das zweite, erfahre so viel wie möglich Positives. Und aus diesen beiden Grundbegriffen entsteht jede weitere, nennen wir es mal, Spezifizierung, wie sie sich verhalten. Sie wollen einfach nur nicht leiden und wollen Schönes erleben. So, und ja, dann sind wir schon dabei bei der Verdrängung wieder. Also, wenn wir hier im limbischen System zum Beispiel ein Emotionszentrum verdrängt haben, dann kann man das messen, dass es hier eine elektrostatische Spannung aufbaut, die irgendwann so stark ist, dass sie dann sich entlädt. Je aktueller die Situation ist oder je mehr sie auf eine bestehende Situation passt, umso permanenter ist die Reizung. Verstanden? Gut. Wenn Fragen da sind, fragen Sie, oder? Ja. Leistungsmindernde Effekte können halt Probleme mit der Konzentration oder dem Lernen sein. Natürlich halt auch Reizungen, die halt auf die Körperfunktionen selber gehen. Das heißt, wenn Sie irgendwo Reizungen haben, dann gehen die entweder in Ihr Nervensystem auf eine allgemeine Reizung oder auf Organe und können sie dann beeinträchtigen in ihren normalen Funktionen, dass sie eben nicht mehr so stark etwas tun können oder machen können. So, bei den psychischen Reizungen, die Konzentrationsfähigkeit geht deutlich runter, wenn sie ständig innen drin hin und her schwanken, das heißt von links nach rechts geworfen werden, dass sie nicht an eine bestimmte Situation denken dürfen oder sollen. Übrigens, das Unterbewusstsein ist ziemlich erfinderisch darin, ihnen irgendwas vorzuwerfen, also vorzugeben, dass sie gerne greifen, um sich dann, sagen wir es mal, wieder mit etwas zu beschäftigen, was sie eben nicht in die Richtung bringt, wo sie Probleme hatten. Da müssten viele Therapeuten auch ein bisschen mehr aufpassen. Bei denen wären teilweise Sachen aufgetischt vom Unterbewusstsein, das wäre so und so gewesen. Das haben die mal im Buch gelesen, haben die Patienten auch mal irgendwo aufgeschnappt. Das könnte passen, wunderbar, gehen wir da drauf. Der Effekt ist dann, dass sie keinerlei Veränderung kriegen. Das heißt, sie therapieren ein halbes Jahr in diesem Bereich und merken, es tut sich nichts. Ja, für den Patienten, fürs Unterbewusstsein war es toll, man hat das Problem nicht mal angeschnitten. Es hat seine Funktion gemacht, es hat verdrängt. Der Therapeut war zufrieden, es war etwas, was er kannte, wunderbar. Beide sind am Ziel vorbeigeschossen und es verändert sich nicht. Wenn man die Ursache trifft, verändert sich auch was. Vor allen Dingen das Verhalten der Leute und die psychosomatischen Reaktionen, die sie haben. ADS und ADHS ist zum Teil halt auch mit der Psyche zusammenhängend, wobei ich das jetzt mehr als Stoffwechselsache einstufe, aber auch einen Teil mit der Psychosomatik zu tun haben kann. Bei ADS und ADHS geht es mehr oder weniger darum, dass die... Ist überhaupt interessant? Soll ich das überspringen oder wollen Sie das hören? Ja, okay. Geht es um eine Problematik der Neurotransmitterbildung zwischen den beiden Hirnzellen. Das heißt, dass die linke und rechte Hirnhälfte nicht mehr richtig miteinander kommuniziert und es dazu Fehlleitungen kommt, die ein normales Miteinanderarbeiten eben nicht richtig möglich machen. Das resultiert dann darin, dass die Konzentration extrem nachlässt oder von allem Möglichen abgezogen werden kann. Das heißt, man hat entweder den Hans-Guck in die Luft, der in seiner Traumwelt ist und die äußeren Reize gar nicht mehr so schön an ihn rankommen, oder dass jeder äußere Reiz gleich stark da ist. Das heißt, alles, die Fliege, die summt, das Kratzen vom Nachbar, der Stuhlrücken da, alles gleich stark. Keine Differenzierung da. Das sind aber Probleme mit den Neurotransmitter. Die entstehen aber erst, weil die Person nicht in die Tiefschlafphase kommt. Warum kommt es nicht in die Tiefschlafphase? Weil die Muskulatur nicht entspannen kann. Wenn die Muskulatur nicht entspannen kann, weil er ständig unter Stress ist, produziert er kein Melatonin. Ohne dass er selber das Melatonin nicht produziert, kommt er nicht in eine Tiefschlafphase, in der erst die Neurotransmitter gebildet werden. Er muss also tief schlafen können. Jetzt ist bei den meisten Leuten, die ich kenne mit ADS oder ADHS, halt ein leichtes Ernährungsproblem da, dass sie eine Unterversorgung von Mineralien haben, sodass sie eigentlich einen sehr flachen Schlaf haben. Da brauche ich nur zu fragen, wie schlafen sie? Ja, nicht gut. Ja, immer kurze, 2-3 Stunden Abstände, dann wache ich mal kurz auf, schlafe wieder weiter. Da muss man nur mal ein bisschen an den Muskeln drücken. Die sind meist ziemlich verspannt, ziemlich hart. Ohne, dass die Mineralien im Muskel sind, also in dem Fall dann Magnesium, kann der Muskel nicht entspannen. Fehlt ihm also das, weil er zu viel Süßes und zu viel andere Schadstoffe ausleiten muss aus dem Körper, kann der Muskel nicht entspannen. Und daraus resultiert dann letztendlich eine Fehlproduktion der Neurotransmitter, weil er gar nicht erst in die Tiefschlafphase kommt. Nehmen die normalen Mineralien, die auch ankommen, die selber ionisiert sind, dann passiert das nicht. Dann kann der innerhalb von einer Woche schläft er durch, die Muskeln entspannen sich, er ist nicht gerädert morgens, sondern er wacht auch ausgeruht auf. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Sie morgens, wenn Sie verspannt sind, nicht keine Energie haben?
Ihr Muskel hat die ganze Nacht gearbeitet. Da war keine Entspannung. Der hat sich nicht entspannt richtig, sondern er hat immer auch verkrampft dann in der Nacht gearbeitet. Und wenn Sie morgens eigentlich aufwachen sollten, dann sagt er sich, ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Okay, ich muss jetzt weitermachen. Und Sie merken nur, Ihre Energie geht immer weiter runter, die Leistungsfähigkeit geht immer weiter runter. Und das ist halt in der Ernährung meistens mit der Übersäuerung zusammenhängt. Aber es kann auch sein, dass die Psychosomatik, ja? Spielt die Uhrzeit, wann man schlafen geht, eine Rolle auf Tiefschlafphase? Ja, spielt eine Rolle, aber nicht so gravierend, wie man gerne denkt. Das heißt, wenn ein gewisses Schlafbedürfnis da ist, ist es eigentlich relativ egal, wenn der Körper die Mineralien hat, um die Muskulatur zu entspannen. Wenn Sie in einem normalen Wach- und Schlafrhythmus sind, dann spielt es sehr wohl eine Rolle, weil dann das sauber wie ein Uhrwerk ineinander überläuft. Nur ab einer bestimmten Übermüdung ist normalerweise so eine Schutzfunktion da, dass Sie komplett abschalten und richtig in den Tiefschlaf reingehen, wenn die Voraussetzungen dafür da sind. Wenn die nicht da sind, kann der Körper sich nicht fangen. Ja, aber im Prinzip haben Sie recht, ja, geregeltes Schlafen gehen und genügend Schlafen wäre toll, aber dann muss man eigentlich sein ganzes Leben so ein bisschen umstellen. Ja. Aber ich wollte mal kurz, wie es möglich ist, drauf zu kommen, wie die Psychosomatik auf diesen Bereich jetzt schlagen kann. Sie kann direkt Hirnbereiche reizen, die die Arterienversorgung im Gehirn von diesen Hirnbereichen aktivieren, die halt für die Bildung der Neurotransmitter da sind. Jede Muskelschicht, also jede Arterie hat eine Muskelschicht. Und die kann über eine psychosomatische Reaktion, wenn das sich einfach entlädt, natürlich auch zusammenziehen. Dadurch kann auch eine permanente Unterversorgung in verschiedenen Hirnbereichen entstehen. Das kann genauso zu Migräne, Drehschwindel, Ohrgeräusche, alles führen oder halt auch zu einer Fehlproduktion der Neurotransmitter. Eine Variante. Zweite Variante ist, die Psychosomatik kann genauso gut auf die Resorption im Darm schlagen. Das heißt, dass durch eine permanente Darmreizung irgendwann eben nicht genügend Nährstoffe aufgenommen werden, sodass dann ein Manko entsteht in der Bauchspeicheldrüse, die richtigen Enzyme herzustellen, um den Bauchsprung, den Nährstoffbrei korrekt aufzuspalten. Das heißt, auf die Dauer in diesem Kreislauf zu wenig Resorption der Nährstoffe. Der Darm transportiert, bitte nicht falsch verstehen. Sie gehen immer gut auf Toilette. Sie merken nur, sie werden müde, die Leistung geht runter. Und sie können wunderbar auf Toilette. Zwei, dreimal am Tag. Das ist kein gutes Zeichen. Wenn Sie morgens, also sagen wir, Sie essen mittags eine Pizza mit, sagen wir mal, ein bisschen Maiskörner drauf, die kommen nämlich meistens sehr schnell raus, wenn der Darm nicht richtig in Ordnung ist. Und Sie können abends schon in der Toilette sehen, dass da Maiskörner sind. Das geht gar nicht. Sie brauchen anderthalb bis drei Tage, bis normalerweise die Sachen, die drin sind, auch wirklich aufgespalten werden, sodass Ihr Darm sie überhaupt aufnehmen kann. Also zum Beispiel nur die Fette. Das nennt man Myzelierung. Die brauchen bei einem gesunden Körper anderthalb bis drei Tage, bevor Fette wasserlöslich gemacht werden und überhaupt dann mit einem Film überzogen werden, so ganz klein aufgespalten werden, dass sie überhaupt durch die Darmwand durch können. Und erst wenn sie dann durch die Darmwand aufgenommen werden können, nach anderthalb bis drei Tagen, können fettlösliche Vitamine überhaupt mit aufgenommen werden. Vorher, sie können meinetwegen 1000% fettlösliche Vitamine aufnehmen. Ich meine oral, ja. Die sagen ihrem Darm mal Hallo, aber sie brauchen die Fette, um gebunden zu werden und dann über den Darm aufgenommen zu werden. Wenn die Myzelierung nicht stattfindet, geht das nicht. Das heißt, egal wo die Psychosomatik auf diesen verschiedenen Bereichen, das ist jetzt nur mal ein ganz kleiner Ausschnitt, von Stoffwechselbereichen einfach nur irritierend reinschlägt, können sie jede mögliche Reaktion in ihrem Körper haben. Und ich meine wirklich jede. Es gibt Leute, die wachen morgens auf mit blauen Flecken und sagen, ich bin von einem Geist geschlagen worden. Ja, es reicht, wenn sie im Traum so einen starken psychischen Stress auf diese Organbereiche bekommen haben, dass die kleinen Gefäße platzen. Und dann haben sie einen blauen Fleck morgens. Da hat sie niemand anders geschlagen. Keine Auswirkung von außen. Also Einwirkung von außen. Weil man kann es nämlich auch später sehen, dass hier alles von innen nur passiert ist und nichts von außen. Das kann man feststellen. Ne? Und dann heißt es einfach nur, dass der Stress stark genug war, der dann da irgendwo sich ausgetobt hat. Was auch immer sie da geträumt haben oder passiert ist. Fehlender Kampfgeist hat, wenn die, wenn ihre Energie einfach runtergeht und sie ständig über das Gefühl haben, sie müssen gegen was kämpfen. Resignation letztendlich halt, wenn dann die Energie wirklich fehlt über einen längeren Zeitraum. Fragen dazu jetzt erstmal, bevor ich sie alle totgelabert habe.
Nein, dann machen wir weiter. Gut. Körperliche Leistungsfähigkeit, letztendlich genau die gleichen Sachen. Schmerzen, ich bin vorhin schon mal darauf eingegangen, einfach nur, wenn die Reizung, die jetzt psychosomatisch irgendwo von einem Nerven weitergeleitet wird, auf ein Organ geht. Eine permanente Reizung eines Organs führt irgendwann zu einer Histaminausschüttung, dann kommt die körpereigene Abwehr, dann kommt wirklich die Immunabwehr rein und greift diese Zellen an. Ihre eigene Immunabwehr greift sie an und das tut weh, das ist eine Entzündung. Und je nachdem, wo diese Entzündung ist, ob sie noch mit anderen Schadstoffen oder mit Ablagerungen zu tun hat, ob das jetzt im Gelenksbereich ist oder direkt Muskeln, ist völlig egal. Wenn eine bestimmte Belastungsgrenze überschritten ist, dann haben sie ein Symptom. Und dann kann das auch zu normalen Schmerzen in jedem Körperbereich führen. Es kann direkt im Gehirn zu Migräne, Drehschwindel, Ohrgeräusche rein psychosomatisch führen. Kann. Ich sage Ihnen nicht, dass das die einzigste Ursache ist. Bitte nochmal. Ja. Aber das ist eine Variante, die über eine Reizung eines Nerven direkt auf eine Arterie, das in dem Augenblick stattfinden lassen kann. Weil wenn Sie müssen sich vorstellen, Migräne ist, wenn es zu einem zu wenig an Blut in bestimmten Hirnbereichen kommt. Warum das zu wenig ist, da gibt es jetzt wieder Unterschiede. Aber wenn zum Beispiel die Arterien durch einen Nervenimpuls sich richtig zusammenziehen, also durch Stress also letztendlich, dann wird eine Durchblutung vermindert und dann kann es sein, dass es so stark vermindert wird, dass sie in dem Hirnbereich ein Ödem bekommen. Das heißt, dass dort Wasser hinein sich ausbreitet und das ist dann dieser ziehende Kopfschmerz. Und wenn dann dieser Stress vorbei ist, meistens wenn sie irgendwelche Mittelchen genommen haben, dann machen die Arterien wieder auf und dann gibt es diesen pochenden Kopfschmerz, der ihnen dann langsam so das Hirn raucht, weil dann dieses Ödem langsam wieder abgebaut wird und das Wasser wieder in die anderen Arterienbereiche hineingezogen wird. So können Sie das ungefähr verstehen. Nur die Ursache, warum es zu einer Unterdurchblutung kam, die kann sehr unterschiedlich sein, aber auch genauso gut von einer Psychosomatik ausgelöst werden. Vor allen Dingen dann, wenn nichts anderes gefunden wird. Das, wenn Sie alles schon durchgeschaut haben und es sporadisch kommt, irgendwie mit Stress zusammenhängt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ groß, dass da irgendwelche Arterien direkt von Verdrängungen hier halt ja, belastet werden. Muskelschwäche, auch wieder verschiedene Varianten von dem Aufnehmen der Nährstoffe bis über eine direkte Darmreizung oder über eine Reizung, permanente Reizung der Muskeln, sodass sie irgendwann von einer totalen Verkrampfung in eine Schwäche reingeht oder die Variation ist wirklich, man muss bei ihnen schauen. Stoffwechselprobleme sowieso, Abwehrschwäche, weil die Immunabwehr sich irgendwo ausdrückt, wo sie eigentlich gar nicht hin soll. Ja, eigentlich sollten wir 80% der Immunabwehr im Darm haben. Wenn die aber in den Gelenken und überall woanders als Fibromyalgie sich irgendwo im Körper austobt, haben wir ein Problem. Ja, weil dann nicht mehr genügend übrig bleibt, um wirklich alles zu bekämpfen, was im Darm halt ist. Und ich meine, viele sagen, wenn sie in die Toilette reingucken, haben sie mal überlegt, wie viel Meter Darm sie haben. Und wie lange das da drin ist und dass sie nur so ein kurzes, so ein dünnes Häutchen davon trennt, über viele, viele Meter und dass das ganze Blut, was sie haben, drumherum läuft. Und dass ihre Immunabwehr dafür da ist, dass das nicht in sie reinkommt. Dafür sind da 80% zum Binden, auch in der Leber. Dafür müssen aber verschiedene Sachen da sein, damit sie auch entgiften können. Ja. Also Stoffwechsel ist schon eine sehr interessante Sache. Was ist ein unerlöster seelischer Konflikt? USK. Oder Blockaden, Ängste, Depressionen. Das ist eigentlich das, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn Sie nicht leiden wollen, wenn Sie was erfahren haben, Sie das belastet und Sie aber nicht eine Lösung akzeptiert haben, das zu verändern. Das ist im Prinzip ein ungelöster seelischer Konflikt. Da brauche ich das hier nicht nochmal alles durchzulesen. Hier ist nochmal die anderthalb Stunden, zwischen ein und zwei Stunden, die Dominanz der Gehirnhälften ändert sich und dann können die gleichen Situationen, die vorher normal waren, dann anders gesehen werden. Gespielt damit rein, ja, aber letztendlich sind es halt auch hauptsächlich die Programme, die wirklich stattfinden. Kurz nochmal zu den Allergien. Ich habe vorhin angesprochen mit der Fibromyalgie oder mit der Reizung der verschiedenen Organe. Es gibt eine ganze Menge Allergene, die selber nicht aggressiv sind. Wie kann zum Beispiel Hausstaub eigentlich eine Allergie auslösen? Katzenhaare. Rot. Ups, Pollen. Wahnsinn. Ist irgendetwas davon aggressiv? Ist es eine Säure? Machen Sie mal einen Test. Machen Sie einen Tropfen Wasser und machen wir Pollen rein. Wenn Sie dann Aua sagen, dann ist es aggressiv. Wenn Sie dann nicht Aua sagen oder ein paar Katzenhaare rein, wenn Sie dann, es verbrennt mir die Haut, dann ist es aggressiv. Das ist es aber nicht. Die ganzen Sachen können nur so wirken,
weil sie mit was anderem permanenter Belastung in bestimmten Organbereichen mit identifiziert wurden. Zum Beispiel, nehmen wir einfach mal Hausstaub oder Katzenhaare. Sie haben irgendwie eine Reizung, die jetzt sagen wir mal, psychosomatisch sagen wir einfach mal auf den Darm schlägt. Das heißt, dass Sie schnell auf Toilette gehen, dass Sie gerne dazu neigen bei der Prüfung. Ich muss noch mal auf Toilette vorher. Ja, gibt es ja viele Leute. Haben Sie schon mal überlegt, das hat eigentlich die Verdauung oder die Toilette, der Blase, damit zu tun, dass Sie gerade eine Prüfung haben? Gar nichts. Das ist eine psychosomatische Reaktion, das sind Prüfungsängste, Versagensängste, die jetzt gerade ihre Blase traktieren und sagen, hallo, du musst, gut, dann gehen Sie nochmal auf die Toilette, die Blase entleert sich, der Zusatzreiz geht weg und Sie können es einigermaßen aushalten. Das ist eine psychosomatische Reaktion. Wenn Sie das haben, können Sie schon relativ sicher sein, dass auch der restliche Darm von leichten Reizungen befallen ist. So, wenn Sie dann noch irgendwie Stress haben und im normalen Darm dann auch den Hausstaub drin haben oder meinetwegen Katzenhaare oder Sie sagen, Sie essen jeden Morgen ein Tellerbrötchen und kurz nach dem Frühstück kriegen Sie immer Stress mit Ihren Eltern. Ja, das machen Sie eine Weile und dann wird irgendwann Ihr Darm durch die permanente Reizung des Darms bemerken, dass während der Reizung bestimmte Stoffe ständig da sind. Und wenn die ständig da sind, kann gegen diese nicht selbst aggressiven Stoffe, da sie ständig bei der Immunabwehr mit dabei sind, auch eine allergische Reaktion, eine spezifische Abwehr mitgebildet werden, weil sie im Immunabwehrprozess einfach miterkannt werden, mitgehangen, mitgefangen. Und so entwickeln dann die Allergiker, die das aufbauen, immer mehr Allergien über die Zeit und es werden nicht weniger. Die haben vorher Unverträglichkeiten gehabt dafür, Unverträglichkeiten gehabt dafür. So, und wenn das genügend Unverträglichkeiten sind, die dann schon zu Reizungen geführt haben, dann kommt es dann, dass die Reizung etwas überhand nimmt und dann die komplette Immunabwehr als allergische Reaktion loslegt. Dieses System brauche ich aber nicht, wenn Stoffe selbst allergisch sind, was also reizend sind wie chemische Produkte. Also Friseure oder andere Leute, die viel mit Chemikalien arbeiten, die brauchen keine psychosomatische Reizung auf die Dauer, um irgendwann Überreaktionen auf ihren Händen zu bekommen, weil nämlich die Stoffe selber aggressiv sind und das von ganz alleine machen. Dann kann natürlich noch Psyche dazukommen, aber die reicht alleine schon. Der Kontakt mit aggressiven Stoffen, zum Beispiel auch was Ähnliches als Strahlung, Sonnenschein, UV-Strahlung, Sonnenbrand, das ist eine Überreizung durch eine Strahlung, die von der Sonne kommt. Wenn Sie es häufig genug und heftig genug hatten, können Sie irgendwann auch eine Sonnenallergie bekommen. Ja, die dann auch teilweise mit bestimmten Cremes und Gott weiß was, die auch noch die Poren belastet haben, dann mit verbunden wird. Sie tragen nachher nur die Creme auf und Sie kriegen schon eine Hautreaktion. Weil der Körper sich an die Creme erinnert, mit der Hautreizung zusammen, und dann kann die körpereigene Immunabwehr schon loslegen. So, halbwegs. Okay. Das war zum Beispiel einfach nur eine psychisch verengte arterielle Funktion der Leber von hinten gesehen. Ja, eigentlich, das sagt jetzt nicht viel aus, das Bild. Das könnte man auch denken, das ist ja normal, dass das dunkel ist. Nein, die Leber ist das wärmste Organ im ganzen Körper. Das müsste der hellste Fleck im ganzen Körper sein und nicht der dunkelste. So, wenn aber die Arterien zu sind, kann die Leber nicht richtig, kann die Leber hier nicht richtig arbeiten und sie kann auch den Stoffwechsel nicht richtig arbeiten. Sie kann nicht richtig entgiften und auch nicht richtig Hitze erzeugen. Und da konnte man mit einer Wärmefotografie sehen, dass vor der psychosomatischen Behandlung dieser Person die Leber hier auf eng geschaltet war und nach der Therapie war sie dann normal. Das heißt, die Leber hat wieder normal gearbeitet. An dem Organ selber war in dem Fall nichts. Es war nur eine Verengung der Arterien, die zu einer verminderten Aktivität dieses Organs geführt hat. Auch bei einer Punktion von dem konnte man nichts finden. Die Leber war völlig in Ordnung. Organ in Ordnung, alles in Ordnung, keine Bakterien, keine Viren, aber, wie man es auch kennt, trotzdem ein Problem. Sie sind völlig gesund, Schmerzen haben sie trotzdem. Also, so in der Art. Ich habe schon eine ganze Stunde ab. Ich verkürze es ein bisschen ab. Ich rede nämlich gerne viel lang. So, da sehen Sie nochmal ganz kurz, wie es eigentlich, was ich schon an der Hand gezeigt habe, funktioniert. Sie haben hier irgendwo eine Aktivität, die muss über die Hirnrinde nach vorne geliefert werden, an die Cortex, an den vorderen Stirnlappen. Dann geht es wieder zurück und tut dann zu irgendwelchen Reaktionen führen und auch zu einer Reaktion, die vielleicht eine Handlung, eine bewusste auslöst. Das ist die normale
Funktion, wenn Sie etwas wahrnehmen. Also irgendwo nimmt ein Hirnzentrum was wahr. Sehen. Sie denken immer hier vorne, ja, da vorne sind die Augen. Ja. Dann werden die Nerven überkreuzt nach hinten in ihre hinteren Hirnbereiche. Dort werden die beiden Bilder, die ankommen, dann aufeinandergelegt, werden dann mit Entfernung und so weiter neu, also abgestimmt. Sie kriegen nur 20% der Informationen noch nach vorne geliefert zum Bewusstsein von dem, was Ihre Augen aufnehmen. Nachdem alles verarbeitet wurde. Nach der Verarbeitung, nicht vor der Verarbeitung. So, das heißt, hier kriegen Sie irgendwas, das wird dann zurückgeliefert und dann reagieren Sie und es passiert irgendwas im Körper, was darauf dann abgestimmt ist, normale Funktion. Nochmal Bewusstsein, Unterbewusstsein. Wenn hier im limbischen System zum Beispiel Wut generiert wird, geht das auf der Hirnrinde nach oben, dann nach vorne zum vorderen Bewusstsein und dann nehmen Sie die Wut bewusst wahr. Nur als Schema dargestellt. Wenn Sie anfangen zu verdrängen, haben Sie erstmal eine normale Höhe der bewusst wahrgenommenen Emotionen, das heißt Wut, Ärger oder was auch immer. Sagen wir einfach mal, die Attitude schlägt schön aus. Und wenn Sie dann schön verdrängt haben, dann wird das Ganze flach. Sie haben einen emotionalen Abstand bekommen, wo Sie das kaum noch wahrnehmen. Ich wollte das nur noch mal so ein bisschen mit einer Grafik darstellen. Und wenn Sie was verdrängt haben, ist es im Prinzip so, dass das hier der normale Weg wäre über die Hirnrinde nach vorne. Das ist jetzt ein bisschen hinten ausgeholt. Und wenn Sie was verdrängt haben, dann findet dieser Weg nicht mehr statt. Sie kriegen es nicht mehr bewusst dargestellt, sondern es sucht sich jetzt einen anderen Weg über den Spannungsüberschlag, irgendwo im Körper sich zu entladen. Das ist die schematische Darstellung von dem, was ich vorher erzählt habe. Ja? Darf ich mal fragen, wenn man zum Beispiel frontal einen Hirntumor gehabt hat, ja. Weil ja vorne das Antriebsvermögen und auch die emotional soll ja hier vorne liegen. Mhm. Es wird ja immer abgestritten, dass es irgendeinen Zusammenhang hat, dass man dann so reagiert, dass man keine Emotionen mehr hat, dass man auch keinen Antrieb mehr hat. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, hat es ja doch etwas damit zu tun, wenn vorne irgendetwas passiert ist, dass es eventuell Auswirkungen hat, dass das alles gar nicht mehr so funktioniert. Von Ihrer Wahrnehmung her ganz bestimmt, von der bewussten Wahrnehmung. Aber auch das, wenn man es zulässt, alles ist lernfähig. Das heißt, andere Hirnbereiche, die das vorher nicht in der Form getan haben, können nach 2 bis 3 Jahren das komplett neu gelernt haben. Das Hirn ist regenerationsfähig. Das ist das erste Teil, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Dass der Zusammenhang, dass Sie das bewusst wahrnehmen, vorne im Bewusstsein stattfindet, auch. Die Verbindung vom Bewusstsein zu den Emotionszentren, aber über Programme läuft. Das heißt, wenn Sie über den Tumor oder was auch immer da kaputt gegangen ist, dann trotzdem bereit sind, die Emotionen zu empfangen, dann wird es einen Weg, eine andere Schleusung dieser Emotionen geben. Sagen Sie aber, es war mir eh recht, die zu verlieren, weil irgendeinen Grund muss es ja gegeben haben, dass dort ein Tumor entstanden ist. Es muss eine deutliche Überreizung da gewesen sein. Und dann frage ich mich, war das wirklich sinnvoll? Und wenn Sie dann noch mit dem Tumor und mit Todesangst konfrontiert werden, ist es relativ wahrscheinlich, dass Sie doch einen großen Teil davon verdrängen wollen oder wollten zu dem Zeitpunkt, dass Sie da nicht weiter leiden wollten. Ich sage nicht, dass Sie bewusst entschieden haben, ich will verdrängen, sondern dass Sie einfach nur nicht mehr leiden wollten. Und durch dieses nicht mehr leiden wollen, dann auch durchaus in dem oder von dem angesprochenen alten, jetzt nicht mehr existierenden Bereich vorne im Stirnlappen nach hinten dann endlich Ruhe ist. Hinten ist aber immer noch Aktivität. Ja, man kann das auch über andere Bereiche natürlich wieder anbinden und wenn Sie Bereitschaft zeigen, auch ohne irgendeine Therapie, dort wieder Verbindung zu haben, bilden sich neue Hirnbereiche, die mit diesen Zentren sich verbinden. Das ist die Quintessenz von dem, was ich vorhin gesagt habe. Okay? Also es ist alles machbar, ja? Ist Verdrängung dann eigentlich auch schon so eine Art Bewusstseinsstörung oder ist das jetzt eine Art medizinischer Begriff? Oh, jetzt kommen wir in die Definition der Begriffe rein, ja? Okay. Also wenn Sie einfach sagen, dass dann das nicht mehr so genau wahrgenommen wird, ja. Aber im medizinischen Sinne eine Bewusstseinsstörung als Krankheit, nein. Ja, das definitiv nicht. Dann würden wir hier alle unter Bewusstseinsstörungen leiden, weil keiner von uns kann sagen, dass er keine psychosomatischen Reaktionen hat und nie was Negatives erfahren hat, das er gern verdrängt hat. Es kommt nur darauf an, tut die Verdrängung Ihre Lebensqualität beeinträchtigen? Und erst wenn sie das tut, dann wird sie unangenehm. Tut sie es verhindern, dass ich auch mal mir den richtigen Mann raussuche als Frau oder immer wieder auf das Gleiche zurückgreife und beim vierten Versuch wieder einen Säufer habe, wieder einen habe, der alles kaputt macht, ja,
aber ich wollte es ja wieder besser machen. Und dann sollte man sich immer fragen, ja, was stimmt denn hier mit meinen Programmen nicht, dass ich mir unter 100 guten Leuten die zwei raussuche, die genau so sind. Und das sind mal Programme. Weil sie fühlen das. Das ist ja auch, es gibt immer so zwischenmenschlichen Draht, den sie nicht bewusst verbalisieren können. Aber letztendlich, sie kommen in einen Raum rein oder sie lernen jemanden kennen und sie lehnen ihn von Haus aus ab. Oder sie nehmen ihn an. Oder finden den toll. Der hat noch nicht ein Wort gesprochen. Nichts, gar nichts. Aber sie können ihn schon einstufen. So, manchmal werden sie von der Einstufung enttäuscht. Warum? Ja, weil der nicht immer genauso lebt, wie er das eigentlich tun würde. Der hat genauso Programme. Manchmal tun sie selber auch Dinge, die sie eigentlich total schlecht finden, aber sie tun sie. Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe, aber ich habe es getan. Ich ärgere mich darüber. Genauso kann der natürlich auch seine Programme haben und anders handeln, als er es eigentlich tun würde. Der hat dieselbe Freiheit, genauso befangen zu sein wie sie selber. Und dann kann man sich schon mal täuschen in der Einschätzung der Leute selber. Aber ja, ich wollte eigentlich nur schematisch da reingehen. Und das ist aber interessant. Ja. Verdrängung, wie gesagt, dieses Blitzeschlagen dann in die Umgebung, dass irgendein Organ dann gereizt wird. Und das kann wirklich jedes sein. Das ist das Problem. Alles, was Sie über Nerven direkt oder indirekt ansteuern können, das ist ziemlich jede Funktion in Ihrem Körper. Ob Sie das direkt machen über Nerven oder über hormonproduzierende Zentren und dann Veränderungen haben, ist völlig egal. Ihr Kopf tut letztendlich alles steuern, auch Ihre Immunabwehr. Deshalb gibt es auch diese schönen Spontanremissionen, wenn Sie mal wirklich mal was anderes machen wollen. Was können Sie machen? Selber. Die Beispiele begegnen uns ständig draußen. Ja? Also das Einfachste, psychosomatische Belastungen abzubauen und das Effektivste, das Schnellste ist Sport. Warum glauben Sie, tun die vielen Manager auf dem Laufband laufen? Weil sie es toll finden? Nein. Weil sie so viel Zeit haben? Nein. Weil sie ganz genau wissen, wenn sie es nicht tun, brechen sie in einem halben Jahr zusammen und können sich in der Reha-Klinik mit den anderen psychosomatisch Kranken wiederfinden. Wenn die nicht jeden Tag 2 bis 3 Stunden auch meinetwegen in einer Extrahalle ihres Unternehmens laufen, können sie nicht bis zu 80% ihres Stresses über körperliche Tätigkeit abbauen. Und das merken die ganz schnell, wenn sie das nicht tun. Das heißt, die müssen, um die Leistung zu halten, Sport treiben. Also wenn Sie so leichte psychosomatische Reizungen haben und den schnellsten und für mich auch positivsten Weg gehen würden, dann tun Sie langsam wieder etwas Sport treiben, und zwar so, dass Sie 2-mal die Woche eine halbe Stunde schwitzen. Es zählt nicht die Zeit, die Sie brauchen, um ins Schwitzen zu kommen. Es zählt auch nicht die Zeit danach, vom Abklingen, nur die Zeit, in der Sie was tun. Und bitte achten Sie ein bisschen auf Ihren Körper. Nicht jeden Tag haben Sie die gleiche Leistung. Das heißt, einmal machen sie weniger und kommen ins gleiche Schwitzen, das andere Mal machen sie ein bisschen mehr. Der Körper hat nicht jedes Mal die gleiche Energie, aber sie werden merken, dass es ihnen danach wesentlich besser geht. Warten Sie nicht auf den Tag, wo sie sagen, wenn es mir besser geht. Das kann noch lange dauern oder nie kommen. Sie haben eine Leistung, auch wenn sie klein ist, und wenn sie sagen, ah, meine Gelenke tun weh oder dies oder jenes, ich habe auch schon in vielen Altenheimen Vorträge gehalten, bitteschön, wenn sie dann da sitzen und ihre drei Stück Kuchen, Sahnetrocken reinschaufeln, 3 bis 4 Tassen Kaffee getrunken haben dabei und dann mir sagen, sie können keinen Sport treiben. Dann sage ich dann, ja, Sie sehen doch, ich sitze hier im Stuhl und ich muss hier schon im Rollstuhl her. Ja, ist schon klar. Machen Sie mal so. Dann macht die Frau das auch. Und sonst halten Sie mal 10 Minuten. Ah, ist doch anstrengend. Ja, klar. Habe ich gesagt, Sie müssen laufen gehen im Wald. Sie sollen trainieren. Und wenn Sie nur die beiden Arme so halten, Kuchen essen konnten Sie. Dann machen Sie das mal. 10 Minuten. Da bricht Ihnen der Schweiß aus. Und das müssen Sie 2-3 Mal die Woche für eine halbe Stunde irgendwann hinkriegen und dann wird Ihr Körper sich immer mehr verbessern. Ich habe nichts von Laufen gesagt. Ja? Wenn Ihre Gelenke in Ordnung sind und Ihr Gewicht halbwegs stimmt für Ihren Körper, dann können Sie gerne laufen gehen. Ich sagte, Sie sollen schwitzen durch körperliche Anstrengung und bitte nicht in die Sauna gehen. Das habe ich schon so oft gehört. Sauna ist nicht das Gleiche. Sie müssen Ihren Körper zum Verbraten von Energie aktivieren und dann kriegen Sie es, das ist die einfachste Selbsthilfe, die Sie wirklich machen können, kostet Sie gar nichts. Das können Sie im Sitzen machen. Sie können ein Bein hochhalten im Stehen, sich dabei bitte festhalten, damit Sie nicht umfallen, ja? Wenn Sie Gleichgewichtsstörungen haben. Also in sicheren Verhaltensweisen können Sie im Sitzen einfach nur jetzt nicht aufeinander das Bein einfach hochhalten. Das tut sofort weh, weil es anstrengend ist, wenn er es nicht ablegt.
oder sie nicht ablegt oder sie nicht ablegt oder sie nicht ablegt, wie auch immer, ja. Wenn man es einfach hochhält, das ist anstrengend. Man muss die Gelenke nicht belasten, ich würde es am Anfang auch nicht empfehlen, weil bei vielen Leuten relativ viele Ablagerungen in den Gelenken sind und dann recht schnell zu Reizungen führen, die einen dann nach zwei, dreimal probieren sagen, das war die schlechteste Idee in den letzten 10 Jahren, das mache ich nie wieder. Ja? Bitte holen sich das nicht ab. Gut. Ja, so ungefähr können wir es sehen. Es gibt auch eine schöne Variante, das über eine Therapie zu machen. Ich habe jetzt aber die Stunde schon verbraten. Schauen Sie sich das Internet an, da steht es auch nochmal einigermaßen erklärt drin über 1,5 Stunden, auch vor Volksschulvortrag. Oder Sie haben auch die Möglichkeit, die eine Stunde zu mir zu kommen. Ich erkläre Ihnen dann auch genau, wie man das wieder wegkriegen kann, die Psychosomatik und die Programme, wie man es umprogrammieren kann, ohne Gesprächstherapie. Ja, es geht viel schneller, es geht viel einfacher, als viele sich denken. Ich war mal Programmierer, ich weiß, wie ich die Programme des Körpers wieder benutzen kann, um eine schnelle, einfache, automatische eigene Umprogrammierung wieder hinzukriegen. Und ich mache das seit 12 Jahren. Glauben Sie mir, ich habe nicht die einfachen Personen. Die zu mir kommen, die sind bei allen Medizinern durchgefallen. Wann sind Sie bereit, beim Heilpraktiker Geld auszugeben? Nur dann, wenn die Karte nicht mehr geht. Ja, wenn Sie keine Erfolge mehr von der Karte oder von den Pillen haben, dann kommen Sie zu so einem wie mir. Und das ist das, was ich als Standardpatient habe. Und dann habe ich mir auch die rausgesucht, die seit 20, 30 Jahren wirklich nicht therapierbar, sondern den Stempel bekommen haben. Und da haben wir auch wahnsinnige Erfolge. Ja? Eine kurze Frage, weil vorhin Leber, habe ich so ein bisschen gesehen, stand für Wut. Für was steht da das Herz? Vielleicht eine kurze Antwort, nur die Überschrift. Trifft nicht bei jedem so, klar. Trifft nicht bei jedem so. Überschrift am Herz ist mehr so Vertrauensverlust. Und es gibt ein emotionales Herz, wo Sie zum Beispiel dann auch Angst vor, was kommt am häufigsten? Das ist meistens... Es ist Vertrauen, ja, irgendwie mit Vertrauen, ich krieg's nicht mal rein, aber dass sie das Vertrauen verlieren. Und dann meistens nicht in das Vertrauen in andere, sondern es sind meistens sie selbst. Dass sie sich selbst nicht, sagen wir es mal, nahe gestanden haben. Sie haben 1000-mal eine Situation falsch gemacht und sagen, der hat mich 1000-mal schlecht behandelt. Dann sage ich, ja, okay, das erste Mal ist er selber schuld. Und die anderen 999-mal haben es gewusst. Und warum haben sie nicht zu sich gestanden? Warum haben sie nichts gesagt? Ja klar, weil irgendwelche Programme da waren. Aber jedes Mal haben sie sich selbst verraten. Der hat zwar auch Schuld, aber am enttäuschendsten waren sie von sich selbst, dass sie nicht zu sich gestanden haben. Und das kann ihnen leider keiner nehmen, weil da haben sie selbst versagt. Klar, es waren Programme da, es waren Ängste da, es waren Schuldgefühle da und so weiter. Ja, aber dass sie selbst das Vertrauen in sich verloren haben, dass sie zu sich stehen, und das dann versuchen, durch andere oder irgendwie zu kompensieren mit Handlungen, das ist dann auch wieder daraus entstanden. Es gibt dann so einen Mischmasch, der dann einen in eine Richtung treibt. Man kommt da überall raus. Nur, ich finde es nicht gut, wenn man dann die ganze Schuld auf andere ablädt, weil man sich selber nicht gewehrt hat. Ja? Da muss man schon sagen, ja, okay, ich habe da Scheiße gebaut. Wie kann ich es anders machen? Ja, dann helfe ich. Und dann machen wir es anders. Okay. So, ich muss jetzt Schluss machen, ich muss noch zum Flughafen. Sonst kommt der Flieger an und die Person, die kommt, die steht da allein und fragt sich, wo ist der Typ, warum holt er mich nicht ab? Kommen Sie einfach vorbei eine Stunde und man kann mal eine Stunde quatschen und wir können auch über das Wetter reden, ist mir auch egal. Ja, haben wir uns gesehen und ich kann Sie dann informieren, was ich denke, wenn Sie mir Ihre Geschichte erzählen, was bei Ihnen am besten passen würde, entweder in welchem Bereich von der Symptomatik, wie das ausgelöst werden kann und was ich denke, welche Therapieform am besten und am schnellsten bei Ihnen wirken würde. Weil ich kenne viele. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, meinen hauptsächlichen Beruf gemacht. Ich habe eine ganze Menge Ausbildung, die passen eng geschrieben auf 2 DIN-A4-Blätter. Und wenn ich im Internet darauf dran schreibe, können Sie mir glauben, ich habe die Hälfte nicht reingeschrieben, weil die meisten Leute nicht mal wissen, was das ist. Und das Beste für die Person suche ich mir raus und gebe dann einen Vorschlag. Und dann können Sie nach Hause gehen und überlegen, was wollen Sie machen. Ja, also, ob Sie auch was machen wollen oder nicht. Gut, ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Abend und ja, wir machen bestimmt noch andere Vorträge und ja, bedanke mich für Ihr Zuhören und dass Sie auch gekommen sind. Ich habe mit 3 bis 4 Leuten heute gerechnet, bei dem Wetter, ja. Es ist schön voll geworden. Bedanke ich mich bei Ihnen und ja, schönen Abend. Schönen Abend.